Installation ist nicht ganz dicht und verliert immer wieder Wasser. Und also es spritzt mal da raus, da tröpfelt es raus und so weiter. Und die Pumpe, die dieses ganze System am Laufen hält, die braucht einen bestimmten Wasserpegel, um zu funktionieren. Und wenn der immer niedriger wird, dann braucht es Wasser von außen. Und diese Wasserquellen von außen, das sind dann hoffentlich die Ausstellungsbesuchenden, die dann was von ihrem eigenen Wasser geben müssen oder eben Wasser organisieren müssen, damit dieses System weiterhin am Laufen gehalten wird. Und das ist die eine Interaktion, und die andere ist, dass es an verschiedenen Stellen Hebel und Ventile gibt, die dann verschiedene Wasserläufe ermöglichen oder behindern und dann somit auch verschiedene Töne möglich sind. Und dann gibt es auch noch so Klangschalen, und die kann man aktivieren auf einer bestimmten Frequenz, und die bringen dann ein Edelstahlblech zum Schwingen und zum Klingen, und da drin befindet sich dann Wasser, was dann auch von verschiedenen Schläuchen raustropft, und da kann man die Vibration und die Schwingungen und die Wellen vom Sound dann im Wasser sehen. Thank you.